und herzlich willkommen zum 1889 FM Aftermatch Talk nach einer Heimniederlage, nach dem besten Spiel seit Sandhausen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und neben mir ist der Daniel. Danke, dass du Zeit hast. Und ja, analysieren wir mal den Schmarrn da. Ja, aus Essener Sicht, Matchplan hundertprozentig umgesetzt. Christoph Dabrowski wird sehr zufrieden sein. Die Mannschaft lässt sich auch gerade vor dem zahlreich mitgereisten Anhang zurecht feiern. Wie trittst du auswärts beim Spitzenreiter auf? Du musst defensiv kompakt stehen und wenig zulassen. Das haben sie geschafft, vor allem mit Felix Götze, der die Defensive gut im Griff hatte. Und du musst die Chancen, die du bekommst, die oftmals auch Konterchancen sind, eiskalt verwandeln. Und auch das haben sie vor allem in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Und das sind die Kernpunkte, warum Essen heute gewonnen hat. Aus Jahns Sicht über Phasen gut. Du sagst, es ist das stärkste Spiel seit Sandhausen. In Ansätzen spielerisch und über Phasen stimme ich dir da wirklich zu. Aber unterm Strich kam viel zu wenig raus aus Jahns Sicht heute. Vielleicht sind wir da auch in eine taktische Falle gelaufen. Ich finde auch, ich habe dieses Spiel nicht zu ernst genommen. Vielleicht geht es dann der Mannschaft ähnlich. Essen kommt mit einer brutalen Tour hierher. Tortur auch. Die sind 6 Uhr in der Früh erst am Mittwoch in ihrem Stadion angekommen, mussten wieder mit dem Bus hierher dödeln. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass die völlig fertig sind. Aber die haben ein ordentliches Programm heute hier abgespult. Wenn man es jetzt mal so aufbereitet, eigentlich musste man 1-0 ins Führung gehen. Kota hat zweimal einmal eine 95-prozentige und einmal eine 100-prozentige Chance, dieses Ding da reinzuhauen, beides mal auf dem kurzen Pfosten, beides mal relativ unbedrängt. Musst du eigentlich 1-0 in Führung gehen? Machst du nicht, kriegst du dann im Gegenzug einen Eckball, den du eigentlich selber verteidigen kannst. Ich weiß es nicht, vielleicht hat sich Hut da gerade die Beine gebrochen. Er muss einfach nur wegbleiben von dem Ball, will ihn aber klären und haut ihn dann selber in den Winkel. Ist immer schwierig zu sagen, weil du ja gerade in der Bewegung bist, aber weiß ich nicht, notfalls fällst du auf den Ball und blockierst ihn dann und provozierst den indirekten Freistoß, als dass du, er wusste nicht, was er in dieser Situation tun muss. Und das ist dann immer das Problem, wenn dein Stürmer die Restverteidigung ist. Und dann ist dann ist das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Da muss ich dir in zwei Punkten widersprechen. Erstens war es ein Freistoß, der da hereingesegelt kam. Ich weiß noch, Thali hat es vorher gesagt im Live. Das ist so ein Ball, der kann am Freund und Feind vorbeigehen und gefährlich werden. Ja, so ganz war es nicht. Der Ball kommt wieder in die Mitte zurück. Da steht dann Hut und da muss er hingehen, denn hinter ihm steht der Essener Gegenspieler. Wenn er da nichts macht, dann schiebt ihn der rein. Hut versucht es. Es hat ein bisschen nach Beinbruch ausgesehen. Guckt es euch selbst dann in der Zusammenfassung. Er will ihn irgendwie am Tor vorbei oder drüber löffeln. Was rauskommt ist, er haut ihn in die eigene Kiste, was furchtbar dämlich aussieht, ehrlicherweise natürlich. Aber rein von dem, was ich bisher kurz gesehen habe, glaube ich, dass er hingehen muss. Ja, wir haben keine Fernsehbilder, natürlich. Aber andererseits muss ihn dann der Gegner auch erstmal reinschießen. Auch das ist richtig. Weil wenn du ihn natürlich irgendwie durchlässt, zum Beispiel durch deine Füße, dann drehst du dich um, machst den Winkel noch spitzer, der Torwart kann vielleicht nochmal 20 Zentimeter, 30 Zentimeter rausrücken, macht das nochmal spitzer und der muss dann erstmal die Eiswürfel pinkeln und den aus spitzen Winkel reinhauen. Aber es ist ein Stürmer, der da in Restverteidigung war und als Stürmer hat man halt diese Situation nicht so oft und dann verdödelst du halt auch mal was. Und dann habe ich bitter zum Geburtstag, Elias Huth, heute auch noch. Ja, es kommt immer so viel zusammen, manchmal müsste man doch weinen, auch wenn es war einfach zu perfekt heute, glaube ich, deswegen hast du auch verloren. Und danach haben wir uns ein bisschen einschnüren lassen, aber ich hätte jetzt keine großen Chancen rausgesehen. Und dann hatten wir drei Doppelchancen, dreimal unter anderem Salah. Salah läuft unfassbar geil die Linie runter, schwanzt sein Gegenspieler aus, steht allein vom Torwart, kann sich alles aussuchen und schießt dieses Ding mit 400 km/h aus 3 Meter Entfernung an den Pfosten. Sowas habe ich noch nicht mal... Nie habe ich sowas gesehen. Also das ist wie vielleicht einmal beim Arschschießen oder so. Also wenn du so beim Arschschießen triffst, blutet alles. Also das den wollte er unbedingt da reinmachen und hat halt den Pfosten kaputt geschossen. Bitter, bitter. Und ich finde, das war eines der spielentscheidenden Momente, weil da, wenn du es 1-1 machst, bricht Essen zusammen. Und dann haben wir aber... So weit würde ich nicht gehen, dass Essen zusammenbricht, aber es ist definitiv ein Knackpunkt. Ich bin ja ein bisschen der Populist von uns beiden. Es ist definitiv ein verpasster Knackpunkt auf SSV-Seite. Denn wenn Salah das Tor hier macht, was er wahrscheinlich machen muss, dann gehst du zu 98% mit 1-1 in die Halbzeit bis zu Hause, bis Tabellenführer. Und natürlich denkt Essen dann ein bisschen mehr nach. Da bin ich schon bei dir.
so weit zu gehen, dass Estland eingebrochen wäre, weiß ich nicht. Aber dann hätte der Jan wieder auf jeden Fall mehr Trümpfe in der Hand gehabt. Und Stichwort Entscheidungsqualität. Wir haben es ein paar Mal im Live gesagt, Hali und ich. Die war heute offensiv nicht gut im letzten Drittel. Oftmals die falsche Station gesucht. Oftmals aus 30 Metern den fast schon Verzweiflungsschuss gesucht, anstatt den besser postierten Mitspieler. Da lief heute viel schief in der Offensive beim SSV. Ich finde aber, es hat sich auch... Wir hatten es im letzten Podcast und ich finde, es hat sich auch angedeutet oder aufgebaut. Faber bringt die Flanken nicht mehr rein. Faber ist so oft brutal frei auf den Außen, bricht oft brutal durch, indem er seinen Gegenspieler überläuft und dann kommt so ein Rotzball irgendwo hin. Null halb ab, hoch, erster halb Pfosten hoch. Heute oft, da war sehr oft Essen. Absolut keine Abstimmung mit Garnaus, absolut keine Abstimmung mit Hut, als würden sie hätten sie in dem Leben noch nie zusammen trainiert. Dann weiß ich auch nicht, ja, also was man da noch machen kann. Auch Kota heute, sonst Mann des Spiels oft, aber heute in jeder Entscheidung offensiv falsch gelegen, finde ich. Also, ich war oft den Ball, den besser postierten Mann nicht gesehen, oft schlecht abgezogen. Sonst ist er ein Unterschiedsspieler, heute hat es irgendwie offensiv war Sand im Getriebe. Aber trotzdem hatten wir, ich rede jetzt, Entschuldigung, von dem Kota nach der 8. Minute, weil die ersten 8 Minuten war er on fire. Vielleicht hat ihn das auch verunsichert. Wenn du zwei solche 99%igen nicht triffst, dann geht das durch deinen Kopf und die sind alle noch jung. Da ist es einfach gesagt, hack's halt einfach ab. Du haderst dann das ganze Spiel. Salah vielleicht auch, wird dann noch ausgewechselt. Und dann kriegen wir wieder aus so einer Kontersituation das 2-0 irgendwie auch wieder aus dem Nichts. Vorher, glaube ich, hatten wir auch wieder eine gute Chance. Aber das ist halt das, was Essen heute sensationell gemacht hat in Hälfte. So musst du gegen uns spielen, ja. Die haben die erste Gelegenheit, die sie überhaupt hatten in der zweiten Hälfte, war genau dieses Tor von Haarenbrock. Der verstolpert das Ding sogar noch fast vor Weidinger, spitzelt ihn dann aber doch noch vorbei. Was sagst du, muss Weidinger da besser rausgehen? Dafür habe ich die Situation zu wenig vor Augen, muss ich sagen. Was ich auf jeden Fall sagen würde, nehme auch das dritte Gegentor gleich mit, da muss man defensiv ein bisschen wacher sein. Auch wenn von Essen nicht viel kam und die natürlich dem SSV das Spielgeschehen überlassen haben, wäre er dumm gewesen, sind 1-0 vorne beim Spitzenreiter. Natürlich machst du da nicht allzu viel und lauerst genau auf diese Konter und die haben sie halt brutal stark ausgespielt. Haarenbrock auf der einen Seite und dann vor allem beim dritten Tor an der Strafraumkante, kritische Situation mit Bulic, ich bleib dabei, das ist kein Foul, das will er ein bisschen zu sehr, deshalb ist es in Ordnung, da weiterlaufen zu lassen. Und dann hast du aber richtig gesehen, dass man im Kopf nicht ganz da ist, auf Jans Seite, denn die Situation, bis Obus den Ball auf der halbrechten Seite bekommt, der dann zum Schluss auch das Tor macht aus Spitzenwinkel, glaube ich, dass du noch ein, zwei, dreimal dazwischen sein kannst und wenn es ein taktisches Foul ist. Ja. Genau, aber das sind Situationen, da waren wir heute auch nicht ganz auf der Höhe. Und das sind die zwei Sachen, die zusammenkommen. Offensiv oft bei der vorletzten oder letzten Aktion die falsche Entscheidung getroffen und in der Defensive dann vielleicht nur bei 98% statt bei 100%, vor allem bei diesen beiden Konter-Gegentoren. Und wenn dann Essen 3-0 vorne ist, die Mannschaft, die ist heuer richtig gut. Die waren Fünfter vor dem Spieltag. Nicht zu Unrecht. Ich habe es zwischenzeitlich im Discord geschrieben, wir können echt froh sein, dass in dieser Liga sonst keiner so gut kontern kann, weil sonst wären wir eher ein Mittelfeldteam. Also wir gewinnen halt unsere Dinger durch eigene Konter, die wir heute nicht setzen konnten und sind in jeden Konter reingelaufen, wurde immer brandgefährlich, auch in der Halbzeit 1, jetzt müssen wir nochmal zurückspringen, dieses Abseitstor, diesen Ball, den der in die Mitte liegt und dann keiner da ist. Aber das waren auch zwei erste reine Kontersituationen, die wir verdödelt haben. Und ab dem 2-0, jetzt springe ich wieder nach vorne, haben wir dann brutal offensiv gewechselt und dann war es natürlich irgendwie klar, entweder du schießt dir noch das 4-4 am Ende oder du verlierst es halt. Und dann hast du es 3-0 gefangen, dann war es eigentlich schon vorbei, außer du schaffst ein Wunder wie, also nicht mal das Düsseldorf-Spiel war ja so ein Wunder, da hat man ja auch noch mehr Zeit. Und dann haben wir noch folgerichtig endlich mal ein Standardtor geschossen. Und davor, um in der Chronologie zu bleiben, so, Eli, ja. Huth und den Grätsch Felix Götze von der Linie. Der Götze, auch ein Geburtstagskind, zwar erst am morgigen Tag, aber das ist so auch das Passende. Huth auf der einen Seite fabriziert das Eigentor, Götze auf der anderen Seite klärt das Ding auf der Linie. Wenn es da fällt, das war 10 Minuten früher oder 5 Minuten früher, dann wäre es nochmal wahrscheinlicher gewesen, ja. Aber der Anschlusstreffer war halt zu spät, selbst mit 6 Minuten Nachspielzeit, ja. Aber Noah Gunnaus, der Torschütze, die Einwechslung, die hat schon was gebracht. Noah Gunnaus,
immer einer, der für mehr Wirbel einfach sorgt, der auch mal einen Ball halten kann und der als großgewachsener Spieler auch diese Duelle gewinnt. Das ist so der Mitspieler, den vom Gefühl her Dominik Kota braucht. Der lauert nämlich genau auf diese verlängerten Bälle, auf diese zweiten Bälle nach diesen Luftduellen. Mit denen kann er dann was anfangen. Das haben wir das ein oder andere Mal gesehen. Aber egal, wie wir es drehen und wenden, am Ende ist es zu wenig gewesen. Das Tor an sich, der eingewechselte Mustafa, bleibt weiter torlos für den SSV. Da war es knapp, Pfosten, da dachte ich schon, ja, das passt irgendwie ins Bild. Und dann kriegt Ganaus den aber irgendwie noch unter. Und dann war es ja auch gut und es war so die Frage im Raum, ja, warum haben wir diesen Schwung oder vor allem diesen Zug, der dann auf einmal einsetzte, warum kam das nicht früher? Ja, das hätte nach dem 2-0 passieren müssen, bin ich ganz bei dir. Aber da waren vielleicht auch zu viele Wechsel, dass man sich erstmal eingrooven musste. Aber gut, dass du es ansprichst mit Wechsel Garnhaus. Ich finde aber noch ein Tick besser Jonas Bauer heute wieder sehr gewesen. Sehr gut heute, sonderlos, ausdrücklich, ja. Also der kann uns noch echt viel Freude bereiten. Jetzt habe ich nicht, weiß ich nicht, wie lange er Vertrag hat, aber den sollten wir uns auf jeden Fall so lange wie möglich sichern. Ja, 20-jähriger junger Spieler, hungriger Spieler. Jugend. Das kommt noch dazu, Eigengewächs hat man klar gesehen, der hat auch für viel Impuls gesorgt. Im Mittelfeld war ein Motor, hat auch die ein oder andere gute Aktion gehabt, leider auch sich nicht in torgefährliche Positionen bringen können. Aber ja, wenn wir von Noah Garnhaus reden, dann als sehr, sehr positive Anwechslung natürlich auch. Jetzt fahren wir dann nächste Woche nach Sandhausen, dann wird es nochmal, also wir können die natürlich stark machen, wir können die aber auch wieder ins Mittelfeld schießen. Ich weiß es nicht, wie schlecht oder gut dieses Spiel heute war. Ich glaube, man kann auf die Leistung aufbauen, man kann viele Lehren ziehen. Sandhausen wird vielleicht ähnlich spielen wie RWE, eben auch auf Konter lauern, schnell umschalten. Dann hast du heute Anschauungsmaterial, wie du es nicht machen kannst. Das fehlte dir wirklich die letzten Wochen und Monate, weil du eigentlich immer nur Mannschaften hattest, die nur über absoluten, ja, Brachialität gekommen sind. Und mit Brachialität kommen wir offensichtlich besser zurecht als mit spielerischen Lösungen. Ja. Aber Sandhausen wird es auch spielerisch versuchen zu lösen, eben auch in ihrem Heimspiel. Aber um es mal weiter zu fassen vielleicht, wir hatten schon viele Spiele, wo wir definitiv die schlechtere Mannschaft waren und gewonnen haben. Genau. Heute kannst du viel drehen und wenden. Heute war es mal so, wo wir wahrscheinlich optisch die aktivere Mannschaft waren, aber am Ende zu doof waren, die Tore zu machen. Um es mal plakativ zu formulieren. Also vielleicht, weil du gefragt hast, welche Wirkung hat das, vielleicht schadet es auch nicht, auch mal so ein Spiel zu verlieren. Genau, aber du kannst halt innerhalb von diesen 2 Wochen, darauf wollte ich hinaus, deinen supergeilen Vorsprung verspielen und die Konkurrenz ranrücken lassen. Schön und gut, dass du gegen irgendjemanden unten drin wie Duisburg gewinnst, aber du musst halt auch die direkte Konkurrenz schlagen, wenn du oben deine Ruhe haben möchtest. Und das hoffe ich, schaffen wir eine Niederlage. Kann man verkraften. 2 Niederlagen hätte ich echt keinen Bock drauf. Deswegen nach Sandhausen und die einfach niederkämpfen. Finde ich ein super Schlusswort. Da sage ich gar nichts mehr. In die Mitte auf Kota, der sich wieder in die Schnittstellen hervorragend fallen lässt. Gut prallen lassen. Von Hut, Schuss. Ha! Richtig stark gemacht. Genauso wie es sein soll. Hut prellt seinen Körper hinein. Lässt prallen auf Kota. Und der sucht auch wieder den schnellen Abschluss. Mit dem rechten Schlappen wird das Ding hineingebracht. Immer gefährlich für, ja, ich segel vorbei an Freund und Feind. Undankbare Situation immer für jeden Keeper. Ball kommt hinein, segelt, wird lang und länger der Ball. Gleitet rein und ein dickes Eigentor. Und Hein schickt Benesala auf die Reise. Der hat Platz, Kontersituation SSV. Ja, Benesala schon im Strafraum auf der linken Seite, sucht die Anspielstation, geht selbst Benesala und er trifft den linken Außenpfosten. Benedikt Sala. Das kann, das muss vielleicht sogar der Ausgleich sein durch Benesala. Kommt da gut über die linke Seite, erkennt früh die Situation, bekommt den Pass von Brian Hein, zieht selbst durch, macht einen Haken, steht an der linken 5-Meter-Ecke, hat auch die richtige Idee auf die kurze Ecke, aber die Platzierung. Ja, was sind's? 25,5 Zentimeter zu weit links. Ja, also ich lege mich fest, das muss der Ausgleich sein. Für so einen Mann wie Benesala, wunderbar beschrieben, alles richtig gemacht eigentlich. Abschluss. Naja. Auch da maximal eine 4 plus für. Ja, exakt. Für Benesala. Können wir schon in den Schulnoten bleiben. Aber vielleicht nochmal eine Initialzündung. Jetzt, wo gerade die 42. Minute angebrochen ist und es Freistoß geben wird für den SSV. Höhe des rechten Strafraumecks.
Standards bisher eher, um in Noten zu bleiben, da müssen wir vielleicht sogar auf die 4 Minus gehen bisher. Ja. Gerade noch ausreichend. Nun aber neuer Versuch, dem Ganzen eine positivere Wendung zu geben. Wieder Niklas Ansbach und Andi Geipel, die da bereitstehen, sich abstimmen, wer den Ball Richtung Strafraum buxieren wird. Ah, kurz abgebrochen, Niklas Ansbach jetzt, bringt der Ball hinein, gut, Kopfball. Super Parade von Felix Wienand, aber der macht jetzt den nächsten Fehler. Ja. Bulic mit der Chance und Wienand wieder mit der Parade, Triple Chance. Erst Salah, dann Kutzer, dann Bulic. Aber alle haben sie eins gemeinsam, die Pille geht nicht ins Tor. Aber nächster Versuch, wieder Conny Faber, wieder rechte Seite. Diesmal gegen Wonitsch. Ball kommt in die Mitte. Fast zu Ganaus. Nachschuss durch Bulic kommt erst nicht zustande, dann doch. Und Götze rettet schon wieder, diesmal auf der Torlinie. Obus schon im Strafraum. Marvin Obus in die Mitte. Super Pass auf Harebrock und der macht ihn zum 2:0 für Rot-Weiß Essen. Fast hatte er ihn schon verstolpert, aber dann bringt er ihn dennoch vorbei an Alex Weidinger. Freistoß für den SSV. Wieder Eisenhut. Hineingetreten. Pfosten. Und das Tor. Noah Ganaus im Nachschuss macht das 1:3. Und da ist er. Dieser Anreiz, von dem du gesprochen hast, Sali. Vielleicht geht noch was.